bei jungen Menschen, das sieht man übrigens auch bei Fridays for Future, also bei jungen Menschen den Blick schärfen für die Natur und auch für das Meer, das ist wichtig. Das war auch das Ziel einer besonderen Expedition. Im Oktober 2018 sind nämlich 25 Schüler, 5 Mann Besatzung und 4 Lehrer auf einem Zweimaster von Hamburg aus in See gestochen. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht, wir haben damals darüber berichtet. Jetzt sind die Schüler wieder zu Hause angekommen und Christoph Hemker hat sie auf ihrer letzten Etappe begleitet. 6 Uhr morgens. Klar machen für den letzten Turn. 25 Schüler kehren von ihrer Reise um die halbe Welt zurück nach Bremerhaven. Inja, du siehst die Tonne, die rote. Ja. Darauf zuhalten. Tom und Inja lenken das Schiff raus aus dem Hafen von Helgoland. Sie sind der Kapitän, haben aber das Kommando so ein bisschen abgegeben. Ja, das ist der Schülerkapitän, nicht? Der hat das Sagen im Moment. Nicht? Das sollen Sie gelernt haben auf der Reise. Hat er auch, macht er ganz toll. Die Reise auf der Johann Smit, einem Top-Segelschoner. Josephine und ihre Mitschüler waren 7 Monate darauf unterwegs. Wir sind hier auf der Zuckerrohrplantage in Longomai in Costa Rica. In 10 Ländern lernen sie Völker, Sitten und Gebräuche kennen. Abenteuer pur. Wer will, bekommt zum Beispiel Tauchunterricht. Highlight: Wracktauchen, 30 Meter tief. Zurück an Bord, vor Helgoland. Auf der Nordsee wird's immer kabbeliger. Wir setzen gerade den K2, den Klüver 2, damit wir noch eine bessere Lage im Wasser bekommen und uns auch ein bisschen nach vorne ziehen, wo wir dann noch schneller sind. Der Klüver, kein Problem für die Schülercrew. Auch vor den Bermudas fuhren sie unter Segeln. Da jedoch tobte ein Sturm. Wir hatten teilweise an die 10 Windstärken, in Böen noch ein Stück mehr. Und so 7 Meter hohe Wellen, circa. Und da ist dann, wenn du auf dem Achterdeck stehst und nach Backbord guckst, dann da eine Welle über dir ist. Das ist schon beeindruckend. Man sieht richtig auch, dass die Schüler sich wohlfühlen dabei. Da ist nichts, wo ich gefahren sehe. Auch das Schiff ist in einem tadellosen Zustand. Das ist ganz toll dafür gedacht, solche Fahrten zu machen. Die Schüler sind eingeteilt in Teams. Jeder auf dem Schiff weiß genau, was er zu tun hat. Unangenehme Aufgaben werden erledigt, ohne mit der Wimper zu zucken. Streit gibt's auch, sogar häufiger mal. Doch alle lernen, hier an Bord ist es gut dafür, friedlich nach Lösungen zu suchen. Wir haben so viel Zwischenmenschliches gelernt. Also wir haben ununterbrochen gelernt. Wir haben uns selbst kennengelernt. Einfach mit Menschen umzugehen haben wir gelernt, nicht vor Problemen wegzulaufen. Also wenn man nicht so viel Unterrichtsstoff gemacht hat, dann kam so viel seemännischer Unterrichtsstoff dazu, den man hier einfach im Alltag können musste, und sozialer Stoff dazu. Das ist eine batzengroße Lernreise war. Also hier drücken sich die Platten auseinander. Das Klassenzimmer unter Deck in der Messe. Auf See ist alle 2 Tage Unterricht. Den gestalten die 4 Lehrer an Bord sehr praxisnah, besonders in Geografie und Biologie. Und dann drückt es die andere hoch. Meeresbiologie war unser Hauptthema auf der Reise. Das ist halt perfekt, wenn man draußen am Ozean ist und darüber reden kann, warum der Ozean salzig ist. Wenn fliegende Fische an Bord kommen, können die gleich seziert werden. Wenn ein Kalmar hier landet, wird er seziert. Also eigentlich alles, was an Bord landet, wird seziert. Da bleiben die Finnwale lieber im Atlantik und die fliegenden Fische besser in ihrer karibischen Zuchtanlage. Da sind die weiblichen Blüten und da gehen die Käfer rein. Hier, das war Kloster. Kultur, kulinarische Köstlichkeiten und Alltag auf engstem Raum. Im Nu sind die 7 Monate vorbei. Wir verlassen das Schiff mit einem Weinen und einem lachenden Auge. Weil ich meine, man findet hier halt unfassbare Leute, man kennt die Leute so viel besser als andere Leute zu Hause. Einfach weil man 7 Monate mit ihnen ununterbrochen zusammen ist. Ja, also jeder ist an seine Grenzen gestoßen und hatte den Wunsch, mal nach Hause zu kommen. Da stehen sie, die Eltern, Großeltern und Geschwister, und wollen wissen, wie es war. Doch so eine Reise ist schwer in ein paar Worte zu fassen. Erzählen werden die Schüler später zu Hause von ganz allein. Ja, da sieht man die Welt wahrscheinlich danach mit völlig anderen Augen als vorher. Ne? Das ist doch eine gute Maßnahme. Ich finde das toll, und ich glaube, die Kinder, die werden ihr Leben lang von dieser Reise erzählen, weil das natürlich Eindrücke sind, die man sein Leben lang nicht mehr vergisst. Also ganz tolle Aktion. Ja.